dir ihre Meinung. Das ist die Prüfung, in der Luca hoffentlich dasselbe meint wie Julia. Denn Mann ist immer gut beraten, wenn er ihrer Meinung ist. Da würdest du mir doch zustimmen, ne? Ja, 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 ja. In dieser Prüfung muss Luca die Vorlieben seiner Partnerin bis ins Detail kennen. Okay. Denn nur was sie denkt, mag und will, zählt jetzt. Das wird dich nicht überraschen, das ist wahrscheinlich oft bei euch so. Ich stelle euch Fragen, 3 Stück. Ihr lockt beide ein, was ihr denkt, was richtig ist. Jede Übereinstimmung gibt einen Punkt, jede Nicht-Übereinstimmung keinen. Cool. 5.000 Euro für jede Übereinstimmung. 3 sind möglich, 15.000 Euro am Schluss. Dann legen wir los. Es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Welchen Promi findet Julia am heißesten? Vincent Weiss, Ryan Gosling, Elias Mbarek. Ich will keine Stimme, kein Räuspern, gar nichts hören. Sehen könnt ihr euch nicht. Einfach nur tippen. Hast du? Ja. Julia hat. Hast du auch? Ja. Du hast getippt. Sie findet am heißesten B. Das ist... Was? Bist du ruhig? Wir prüfen das mal nach. Julia findet am heißesten C. Was? Elias Mbarek. Das wäre der Letzte gewesen. Ich meine, er sieht mir sehr ähnlich. Nein, aber der sieht... Nein, nein, Spaß, aber hätte es gedacht. Ihr sollt da vorne nicht gucken. Ist ja nicht zu fassen hier, dass ich mich ein bisschen nach vorne... So. Also. Das war nix. Okay. Das war nix, passt. Nee. Okay, zweite Frage. Mit wem würde Julia gerne mal einen Tag tauschen? Beyoncé, Angela Merkel oder der Herzogin von Cambridge? Habt ihr beide getippt, gemacht und fertig? Okay. Du hast gesagt und getippt. A. Beyoncé. Also wenn sie jetzt Merkel sagt, dann keine Ahnung. Genau die. Deine Freundin hat gesagt und getippt. Ja! Immerhin. Wirklich, du würdest gerne mal mit Beyoncé tauschen? Ja, ich finde sie ganz gut. Ihre Stimme hätte ich ganz gerne. Die Stimme, aber... Ich singe wie eine Ziege nämlich. Das ist nicht so... Du singst wie eine Ziege? Ja. Das möchten wir gerne hören. Ah, ich darf nicht. Doch. Nee, nein. Doch, pass auf. Ich mache Aruba und du machst Jamaika, okay? Nur das. Okay. Aruba. Jamaika. Das war mehr als eine Ziege. Wahnsinn, das war mehr als eine Ziege. Aruba, Jamaika. Ooh, I wanna take you to Bahama. Genau. Das war doch keine Ziege, das war mindestens ein Schaf. Genau. Wir machen weiter. Was wäre für Julia die schlimmste Begegnung nachts im Bad? A. Eine Spinne. B. Eine Kakerlake. Oder C. Eine Ratte. Psst. Bist du still? Schwer, ne? Ist eigentlich alles Kacke. Ja. Ja. Egal, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Hast du schon getippt? Ja. Okay. Du hast auch getippt? Mhm. Okay, dann gucken wir mal. Was hast du getippt, was deine Freundin schlimm findet? Ah. C, die Ratte, hast du gesagt. Und Julia findet am ekelhaftesten nachts im Bad... C! Ja! Ja! Nochmal 5.000 Euro. Das bedeutet, von möglichen 15 habt ihr schon wieder 10.000 Euro abgeräumt. Sehr gut, ja. Jawohl. Sehr gut. Fantastisch. Claudia, wo stehen wir? Vor der letzten und alles entscheidenden Prüfung der Vorrunde ergibt sich jetzt folgende Platzierung. Julia und Luca sind auf Platz 1, das war eh schon da, mit jetzt 45.000 Euro. Gefolgt von Jessica und Daniel mit 30.000 auf Platz 2 und Tanja und Alexander mit 25.000 auf Platz 3. Noch alles möglich. Elias Mbarek? Also wusstest du das nicht? Ich habe noch nie gehört, dass sie den attraktiv findet. Du solltest mich fragen, warum du das noch nie gehört hast. Also das ist auch nicht so, wo ich sage, so, wow, aber das war so okay. Das aber du, so okay. Bist, du bist super, du bist mein Typ. Ja. Ja. Du versuchst einiges wieder gut zu machen. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Nein. Sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter.
mit der nächsten Prüfung. Die ist für alle. Es sind unglaublich viele Euro zu gewinnen. Ich freue mich drauf. Kommt bitte zu mir. Claudia, was ist das für eine Prüfung? Das errätst du Knie. Es geht um 35.000 für den Jackpot. Also kniet euch rein. Ich freue mich schon den ganzen Abend auf diese Prüfung. Denn die Frauen müssen hier die Männer an Körperteilen erkennen. Ja? Nein? Tanja, die anderen. Okay. Ja? Wir schicken die Männer kurz weg, holen sie gleich dazu und dann erkläre ich noch mal, was passiert. Okay? Schaffen wir. Ja, die Männer bitte nach dort. Damen bleiben bei mir. Ganz wichtig, das ist die letzte Prüfung vom Finale. Wer jetzt an dritter Stelle liegen bleibt, scheidet aus und nimmt am Finale nicht mehr teil, nimmt aber immer noch das Geld aus der ersten Prüfung mit. So, was passiert jetzt? Hier hinten drin, in diesen Strandboxen, werden gleich eure Männer stecken. Aber ihr seht, es sind nicht drei, es sind fünf. Ja. Wir fügen also noch zwei Verwirrmänner hinzu. Dann sagt ihr mir, wo ihr glaubt, dass euer Mann dahinter steckt. Und dann füge ich euer Foto da ein, wo ihr denkt, dass er steht. Okay? Jedes Mal habt ihr 30 Sekunden Zeit. Diese Linie hier dürft ihr auf gar keinen Fall überschreiten. Okay. Und das Ganze machen wir viermal. Wir können es nicht erfüllen, sondern... Genau. Ihr dürft es nicht erfüllen, nicht erriechen und nicht erschmecken. Einmal ablecken. Sonst wäre es ja einfach. Das ist mein Mann. Das ist meiner. Das ist meiner. Alles verstanden? Ja. Soweit. Wunderbar. Und hier sind eure Männer. Wehe, dreht euch um. Wehe. Nicht gucken, wir verteilen jetzt eure Männer und die Verwirrmänner. Sehr gut, wunderbar. Ich guck noch mal, damit auch nichts schief geht. Das wäre sehr schade. Alle sind in den Strandhäuschen. Ihr dürft euch umdrehen. Und wir fangen an mit dem großen C. Oder der dicke Zeh, wie man auch gerne sagt. Okay, der erste Zeh. Man sieht nichts. Der zweite Zeh. Ach so, sollte da nicht einer... Der dritte. Vierte. 30 Sekunden laufen ab. Ja, bisschen mehr rausstrecken hier. Bisschen mehr rausstrecken, dankeschön. So. Der runter? Der rechte ganz, der grüne ganz runter. Ich sehe den Zeh nicht. Runter mit dem Zeh. Runter mit dem Zeh. Wir können runter. Den Zeh nicht sehen. Wir können den Zeh nicht sehen. Was macht er denn? Runter, mal unten auftreten mit dem Zeh. Ja, sehr gut. So ist super. So ist super. Zeh. Wir wollen ja einen richtigen Zeh und keinen in der Luft hängenden Zeh. Oh. Oh, ich darf die Linie nicht übertreten. Richtig. Oh, Schande. So, die Zeit läuft ab. Ich mach, Achtung, Zeh. Zeh weg. Der macht den Zeh doch nicht weg. Hier, der Zeh. Der erste Zeh ist, glaube ich, ab. Gut. Ihr konntet gucken. Tanja, ja. Was glaubst du, wo ist dein Mann dran, an welchem Zeh? Ich glaube, hinter dem gelben Häuschen. Hinter dem gelben Häuschen, sagst du? Dann mache ich da dein und euer Foto hin. Warum denkst du das? Ich kenne den Zeh von meinem Mann. Woher? Macht ihr auch Fußmassagen? Ja. Ach so. Absolut, ja. Sehr gut, gegenseitig alle? Ja, ja. Ja, siehst du, so geht das. Sehr schön. Julia. Ja, ich glaube, ich würde sagen rot. Du kannst rot nehmen, du kannst grün, du kannst übrigens auch gelb nehmen, ne? Nee, ich glaube, ich nehme rot. Wenn du denkst, das ist nicht der Zeh von dir, von deinem Mann. Mein Zeh, mein Zeh. Das ist meiner, das ist mein Zeh, mein Mann. Hier, sagst du? Ja. Heile nicht. Sehr gut. So, dann bleibt nur noch eine, Jessica. Ich würde den grünen nehmen. Den grünen? Ja. Den grünen. Wir lösen auf. Tanja sagt, hier drin versteckt sich Alex. Ja! Komm ein bisschen nach vorne, Alex. Da ist er. Ein Punkt für euch. Julia sagt, hier hinter steckt Luca. Ich hoffe doch. Hat auch schwarze Haare, ist aber nicht Luca. Nee, leider nicht. Ist nicht Luca. Kein Punkt für euch. Jessica sagt, hier ist Daniel. Ja! Wir schauen mal. Bisschen nach vorne. Ah, ich hab sowas zu dem noch tendiert, okay. Ja. Komm mal ein bisschen nach vorne. Ach, jetzt machen wir wieder zu. Komm. Wer ist hier? Hier ist er. Oh. Macht nix. Und wir tauschen die Männer durch. Okay.
Ihr Lieben, dreht euch um. Es geht jetzt um die Knie. Die Prüfung heißt nicht umsonst, das errätst du Knie. Deswegen kommen natürlich auch Knie vor. Oh mein Gott. Achtung, bitte alle Knie auf Position jetzt. 30 Sekunden laufen. Oh, fuck. Fuck, was soll das denn heißen? Ja. Schwer, ne? Ja. Ja. Oh Gott. Fünf Sekunden noch. 3, 2, 1. Und Knie zurück, bitte. Achtung, sonst gibt's blaue Flecken. Dankeschön, das grüne Knie. So, ihr Lieben. Oh mein Gott. Jetzt will ich das von euch wissen. Julia. Wohinter vermutest du Luca? Oh. Schwer, ne? Oh, boah, voll. Total. Ich nehme was Gelbe. Gelb. Sehr okay. Gut, gelb. Tanja. Ich sag Rot. Rot. Du bist sehr sicher. Wie kommt das? Na? Ich kenne die Fußballerbeine von meinem Mann. Ah, du hast ja nur das Knie gesehen. Ja. Reicht schon. Sollte ja dazu. Ein Fußballerknie? Ja. Jessica? Ich würde auch gelb nehmen. Auch oh je. Gelb. Oh, okay. Ja. Oh je, oh je. Dann machen wir hier zuerst auf. Tanja sagt, Alex ist hinter dem roten Türchen. Wir gucken. Ja. Den Fußballer gefunden. Luca oder Daniel? Kann ja nur einer dahinter sein. Ja. Vielleicht auch keiner. Ja. Ja. Yes! Sehr gut! Gehst du hinter die Linie? Super. Deinen Mann müssen wir noch finden. Ja, dann hier. Danke, ja, Achtung. Ja, ja, ja. Dann. Hier ist... Okay, 2 Punkte für Tanja und Alexander, für Julia und Luca. Einer und bei euch? Auch einer. Auch einer. Okay, die Damen bitte nochmal rumdrehen. Sehr gut, wir tauschen die Männer. Gut, alle auf Position, bitte wieder rumdrehen. Die Damen, jetzt checken wir den Bauchnabel. Okay, ja. Alles klar. Ich kann da nicht hingucken. Aber ich mach sie trotzdem für euch auf, okay? Okay. Okay. Hast du eine Bauchnabelphobie? Ich weiß nicht, ich wusste es bislang nicht, aber ich finde es ziemlich... Ihr werdet schon sehen. Bitteschön. Sieht das? Ich oh, das sieht absolut eklig aus. Hab ich's gerade gesagt? Hab ich gerade gesagt, das ist eklig? Den Weg, den sieht man ja nicht. Ich hab's gesagt, das ist eklig. 30 Sekunden. Den im Roten sieht man nicht richtig. Ich hätte lieber nur 10 Sekunden gemacht, aber es sind 30 Sekunden. Es ist unfassbar. Ich kann da nicht hingucken, Tanja. Oh Gott. Ich sehe den ja gar nicht richtig. Der rote minimal runter, bitte. Ich kann es nicht sehen. Ich kann nicht hingucken. Der rote minimal runter. Ich kann es nicht sehen. Ich kann nicht hingucken. Jetzt ist besser. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich raste das aus. Ist eklig. Das sieht echt komisch aus. So, Gott sei Dank, ich kann nicht hingucken. Ich mache alles wieder zu. Ach, ich hab's das wieder gesehen. Absolut komisch aus. Oh Gott, ich hab's gesehen. Ich könnte jetzt den Gag machen, es sieht aus, als stünden sie falsch rum, aber ich sag ihn nicht. Oh Gott, es tut mir leid. Okay. Dinge, die man nie sehen wollte, die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Sehr schön. Jetzt könnt ihr natürlich überlegen, was war mein Mann, wer war mein Mann, welcher Nabel war mein Mann. Und vielleicht habt ihr noch was anderem erkannt, vielleicht an den Flusen, vielleicht waren da irgendwo noch Fussel oder genau, so. Genau, die Fussel waren. Kann ja sein. Also, Julia, sag. Blau, würde ich sagen. Blau, das ging sehr schnell. Warum? Du kennst den Bauchnabel gut? Ich kenn den Bauchnabel, ja. Warum kennst du ihn gut? Hab ihn schon ein paar Mal nackig gesehen, also so vom Oberkörper her. Deswegen weiß ich, dass er so einen Bauchnabel hat. Also, ich meine, ihr seid ja schon eine Zeit zusammen. Ich hoffe sehr, dass du deinen Mann schon mal nackig gesehen hast. Das wäre ja sonst blöd. Jessica? Rot. Rot. Der schüchterne Bauchnabel. Tanja? Ich würde auch sagen rot. Okay. Tanja sagt auch rot. Okidok, dann fangen wir hier an. Ist hier hinter der blauen Tür, Luca? Ja. 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 Ja! Punkt für euch. Extra rasiert. Extra rasiert. Wahnsinn. So, jetzt kann es ja nur Alex oder Daniel sein. Schon wieder, hast du schon wieder gemacht, Tanja. Ah.
Tanja, es ist nicht Alex. Diesmal ist es Daniel. Die Damen drehen sich bitte wieder um. Eine Runde machen wir noch. Oh Gott. Alle haben 2 Punkte. Die Damen drehen sich keinesfalls rum und die Jungs werden getauscht. So, am Bauchnabel, das hätte ich nicht gedacht. Es geht jetzt um die Brustwarze. Oh mein Gott. Also, Achtung. Ich mach schnell. Einmal. Oh Gott. Ich finde das fast noch schlimmer als den Bauchnabel. 30 Sekunden. Was ist das? Im Gelben ein bisschen höher, einmal ein bisschen höher mit der Brustwarze. Noch 8 Sekunden. Bisschen höher. Bisschen höher? Ja. Wisst ihr, dass ihr drei ein bisschen ausseht wie Spanner? Okay, ich mach wieder zu. Oh Gott. So, Tanja, was glaubst du, wo ist dein Mann? Ich tippe auf Gelb. Gelb. Du hast ihn also tatsächlich direkt an der Brustwarze erkannt. Denkst. Das sehen wir dann. Natürlich. Jessica. Pass auf. Gelb. Also, Tanja, du hast es nicht leicht. Nee. Okay, sehr gut. Dann bleibt nur noch Julia. Ich nehme Rot. Das ist auch schwer. Rot. Julia. Ich musste ähnlich, ne? Ja, genau. Also, ja. Gelb oder Blau. Wir lösen auf. Nochmal, ihr habt alle 2 Punkte. Mhm. Ja. Es geht um viel Geld, es geht um den Einzug ins Finale. Ist hier Luca? Bitte. Luca. Ja. Viele Kombinationen sind nicht mehr möglich. Ja! Punkt für euch! Wir lösen noch auf. Und hier drüben ist Luca. Das war letzte Vielen Dank an die Verwirrmänner. Jungs, kommt zu mir. Ja. Ah. Ja, das ist so, ne, wo ich hin musste. Kommt zu mir. Ach, ihr Lieben, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. 1 Punkt habt ihr gerade bekommen. Ja. 3, 2, 2. Das bedeutet, ihr gewinnt diese Prüfung. Das bedeutet, ihr bekommt 35.000 Euro für euren Jackpot fürs Finale. Und Claudia weiß genau, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe kalten Schweiß, Körperteile und Kontostände mehr oder weniger erfolgreich sortiert. Und es gibt ein Ergebnis. Wir haben ein würdiges 3. Siegerpaar, denn keiner verliert Paar Wars. Ihr behaltet das Geld aus der 1. Prüfung. Tanja und Alexander, danke fürs Mitspielen. Und im Finale sind Julia und Luca, ihr spielt gleich um 45.000 Euro. Und Jessica und Daniel um 65.000. Viel Glück!